Ja, liebe Studierende, liebe Interessierte, für ein Studium an der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und zugleich Studiendekan an der Fakultät. Und ich darf Sie herzlich grüßen, auch von Professor Dr. Roswitha Böhm, mit der ich mir das Studiendekanat teile. Ich bin eher für den Bereich der Lehre verantwortlich und Roswitha Böhm eher für den Bereich der Prüfungen. Was ich sehr bedauere, ist, dass wir uns in diesem Jahr auf diesem Weg kennenlernen. Also Sie lernen eher mich kennen und vielleicht haben wir gleich gemeinsam die Möglichkeit, noch im Chat die eine oder andere Frage zu diskutieren. Üblicherweise treffen wir uns am Unitag für den Einblick in das Studium in einem der großen Hörsäle an unserer Universität. Und wir wollen alle hoffen, dass wir zu diesem Zustand schnell zurückkehren können. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt im Sommersemester einige Anstrengungen unternommen an der TU Dresden, um die Lehre zu digitalisieren und in synchronen und asynchronen Formaten für Sie als Studierende bereitzustellen. Und ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg und auf alles, was da noch kommen mag, gut vorbereitet. Ja, zunächst hier nochmal ganz kurz Hinweise auf die Präsenz des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften, zu dem unsere Fakultät gehört, in den sozialen Netzwerken. Die Website unserer Fakultät finden Sie unter tu-dresden.de/gsw/slk. Auf Twitter können Sie dem Account der TU Dresden folgen und auch dem Bereich GSW. Den Vortrag, den Sie jetzt gerade hören, also diese Präsentation, Vorstellung unserer Fakultät, finden Sie auf meinem YouTube-Kanal, unabhängig davon, auf welchem Kanal er zum Unitag noch präsentiert wird. Und alle Vorträge dieser nicht, aber alle Vorträge und Lehrveranstaltungen stellen wir auch als Podcast zur Verfügung. Ja, vielleicht zum Einstieg ein ganz klassisches Beispiel, mittlerweile klassisch aus Game of Thrones, aus der Staffel 2 der Episode 8, der Prinz von Winterfell, hier in deutscher Übersetzung, das Sie möglicherweise kennen und sich die Frage stellen, wozu soll ich ein Studium an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften aufnehmen? Wir gehören zu denjenigen neben unserer Schwesternfakultät der Philosophischen Fakultät, die vor allen Dingen sich mit kulturellen Wissensbeständen und gesellschaftlichen Formationen auseinandersetzt und sie auf die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Und dies gilt nicht nur jetzt, sondern galt auch schon zu anderen Zeiten und wird auch natürlich in fiktiven Bearbeitungen aufgegriffen. Sie sehen hier den Charakter Sam, der ein neu entdecktes Artefakt neu entdeckt, weil es im kulturellen Gedächtnis vergessen worden ist, auf der sogenannten Faust der ersten Menschen ein Artefakt wiederentdeckt und es benennt und es bezeichnet als SS Drachenglas. Die Meister nennen es Obsidian. Das Ganze wird natürlich im Verlauf der Geschichte noch eine herausragende Rolle spielen. Wenn Sie Game of Thrones gesehen haben werden oder gelesen haben, wissen Sie, auf was es hinausläuft. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist, dass er Wissen mitbringt, das andere nicht haben. Sie wissen auch, dass dieser Charakter sich durch das Studium und durch das Lesen dieses Wissen angeeignet hat. Doch im Studium selbst kommt es nicht nur auf den Wissenserwerb an, sondern auch, und das ist der zweite Teil, auf sogenanntes Wissensorganisationswissen. Das heißt, einen Zugang zu Wissen durch sekundäres Wissen so zu organisieren, dass man in einer Wissensgesellschaft Zugriff auf die relevanten Datenquellen unserer Kultur hat. Ja, und diese Kultur wird zunehmend eine der Digitalität und das macht auch vor den Geistes- und Sozialwissenschaften an unserer Fakultät nicht Halt. Sie alle dürften jetzt entweder, wenn Sie sich für ein Studium einschreiben, gerade Ihr Abitur absolviert haben oder noch absolvieren. Und Sie dürften die Auswirkungen dessen, dass wir schlagartig auf eine digitalisierte Lehre umstellen mussten, am eigenen Leibe erfahren haben. Damit uns das nicht wieder ähnlich kalt trifft und
die Universität, für die Sie sich interessieren, möglicherweise auch für ein Studium einschreiben, ist darauf relativ gut vorbereitet. Gilt es jetzt, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie wir als Geistes- und Sozialwissenschaftler über Digitalität und die Kultur der Digitalität reflektieren. Das würde ich Ihnen ganz gern an einem Einstiegsbeispiel vorstellen, nämlich einer gut lesbaren Publikation von Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Und mir geht es hier nicht um den ersten Teil dieses Werbetextes für diese Veröffentlichung, sondern um eine zentrale Beobachtung, die nicht nur Felix Stalder macht, sondern die im Wesentlichen all jenen, die an Wissen arbeiten, präsent ist und die unsere Gesellschaft und auch die Wissenschaft vor bisher nicht geahnte Auswirkungen stellen wird. Nämlich, dass durch die Kultur der Digitalität und die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität alte kulturelle Ordnungen zum Einsturz gebracht werden und die neuen Ordnungen bereits deutlich sichtbar werden. Wenn wir also darüber sprechen, dass Wissensgesellschaften ihre epistemischen Haushalte umbauen und in ganz anderer Art und Weise über die Genese von Wissen und die Relevanz von Wissen diskutieren, dann sind natürlich Geistes- und Sozialwissenschaften, die sich vor allen Dingen um Wissensbestände von Kulturen und deren Vermittlung und Tradierung bemühen, besonders gefragt. Und das gilt für Sie, wenn Sie sich für einen der Studiengänge an unserer Fakultät interessieren. Denn das, was passiert ist, dass die alten Ordnungen, in denen kulturelles Material gefiltert, organisiert und zugänglich gemacht wurde, diesen Strom dessen, was durch neue Akteure in der Wissensproduktion entsteht, weder im Kleinen noch im Großen kanalisieren können. Sie fungieren kaum mehr als Gatekeeper zwischen den Bereichen, die einst mit ihrer Hilfe als privat und öffentlich definiert wurden. Und dieses umfasst oder erfasst alle traditionellen Gatekeeper und Institutionen, die in verschiedenen Domänen Wissen tradiert und kanalisiert und vor allen Dingen hierarchisiert haben. Also der Bereich des Politischen. Denken Sie an große Fachbibliotheken und denken Sie auch daran, wie sich innerhalb von Universitäten Wissen durchsetzt und vor allen Dingen in Forschungskontexten. Stellen Sie sich ganz kurz die Diskussion im Moment zur Corona-Pandemie zwischen Virologen und Epidemiologen auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite vor. Also kurz gesagt, Drosten versus Merkel versus Laschet und andere, ja, also die in Verschwörungsmythen jetzt bestimmte politische Entscheidungen angreifen. Dass das passieren kann, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir in einer Kultur der Digitalität leben, in denen traditionelle Wissensordnungen an Relevanz verlieren. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um und werden wir in Zukunft in diesem Spiel mitspielen können? Denn neu ist, dass beide, also das Filtern und die Bedeutungszuweisung, nicht mehr primär durch Spezialisten in Redaktionen, Museen und Archiven ausgeführt werden, sondern zur Alltagsanforderung für große Teile der Bevölkerung geworden sind. Und dann unabhängig davon, ob sie die Aufgabe bewältigen können oder eben auch nicht. Wenn Sie so wollen, dann versuchen wir an der Fakultät SLK, Sie auf dem Weg dahin zu unterstützen, mit diesen Herausforderungen der Kultur der Digitalität umzugehen und Ihren Platz als Geisteswissenschaftlerin oder Geisteswissenschaftler im 21. Jahrhundert zu behaupten. Und lassen Sie es gesagt sein, das ist im Moment eine sehr spannende Zeit und Sie fangen genau zum richtigen Zeitpunkt mit Ihrem Studium an. Denn das, was wir im Moment in der Digitalisierung erleben, wird den gesellschaftlichen und den akademischen Diskurs massiv prägen. Es wird uns und unsere Haltungen hinterfragen und auf den Prüfstand stellen. Und wir alle sind aufgefordert, uns in irgendeiner Art und Weise zu verhalten. Und dabei geht es um die Fragen der Sichtbarkeit von Forschung und Daten. Es geht um die Frage von Vernetzung und Vernetztheit. Es geht darum, ob wir
in der Lage sind und in der Lage sein werden, freigebig mit unseren Informationen, unserem Wissen und unseren Daten umzugehen, ob wir bereit sind, miteinander zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, ob wir uns gemeinsame Ziele stellen können, die wir zum Beispiel an bestimmte Werte knüpfen, wie die offene Wissensgesellschaft, die mit den Labels Open Access und Open Educational Resources oder Open Sources versehen ist. Und schlussendlich, ob wir bereit sind, transparent über unsere Arbeitsbereiche, über Lehre und Forschung zu berichten. Das, was ich im Moment gerade tue, nämlich dass ich auf einem öffentlichen Kanal über diese Fragen spreche, ist Teil einer solchen Neuorientierung innerhalb der Geisteswissenschaften. Und schlussendlich lässt sich das alles im Prozess der Digitalisierung begreifen, in dem nicht nur Gesellschaft, sondern auch Universitäten und auch unsere Fächer inbegriffen sind. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich Ihnen zunächst erst einmal einige Zahlen und Daten vorstellen, die die Technische Universität selbst betreffen. Die Technische Universität Dresden ist als Technische Bildungsanstalt 1828 gegründet worden und dann über verschiedene Stationen schlussendlich, und das ist eine sehr entscheidende Zäsur, als Volluniversität bestätigt und neu gegründet worden in den Jahren von 1991 bis 1994. Mit diesem Status als Volluniversität ist verbunden, dass man natürlich nicht mehr nur eine spezialisierte Ausbildung in den ehemals nur, also in der ehemaligen Spezialisierung in den Technikwissenschaften vorfindet in Dresden, sondern wir ebenfalls zum Beispiel eine voll ausgebaute Medizin und Theologie in Dresden haben und uns dessen glücklich schätzen dürfen. Für Dresden außerdem besonders ist, dass die TU zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland gehört, was nicht nur Bestätigung der bisherigen Leistungen, sondern vor allen Dingen auch eine Aufforderung zur Weiterentwicklung ist. Und in diesem Transformationsprozess befindet sich die TU Dresden mit dem Beginn ihres Studiums im Moment. Und Sie werden an vielen Stellen in Ihrem Studium merken, was für eine gewaltige Kraftanstrengung damit verbunden ist. Insgesamt unterteilt sich die TU Dresden in fünf Bereiche, denen 18 Fakultäten zugeordnet sind. Und wir haben knapp 32.000 Studierende. Das ist eine Zahl aus dem November 2019 und beinahe 8.000 hauptberuflich Beschäftigte. Die Technische Universität Dresden ist also ein sehr großer, wichtiger Faktor, nicht nur für die Stadt Dresden, sondern auch für die sächsische Hochschullandschaft, neben den Universitäten Leipzig und Chemnitz und einer Reihe von anderen universitären und akademischen Ausbildungseinrichtungen im direkten Umfeld. Die fünf Bereiche sind Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt sowie Medizin. Und diesen Bereichen sind Profillinien zugeordnet, also die strategisch ein bestimmtes Thema beschreiben. Hier zum Beispiel die Gesundheitswissenschaften, Biomedizin und Bioengineering, Informationstechnologien und Mikroelektronik, intelligente Werkstoffe und Strukturen, Kultur und gesellschaftlicher Wandel, das ist die Profillinie der Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie Energie und Umwelt. Werfen wir einen Blick auf die Studierendenzahlen zum Wintersemester 2019-2020. Sie sehen hier, zu den großen Bereichen zählen natürlich Bau, Umwelt und die Ingenieurwissenschaften. Allerdings sind die Geistes- und Sozialwissenschaften mit etwas über 7.000 Studierenden der drittgrößte Bereich in der Kommunität der TU Dresden. Und der splittet sich natürlich noch einmal auf, und zwar zum größten Teil studieren bei uns Studierende, die sich auf das Lehramt ausbilden lassen, und zwar an den Grundoberschulen, an den Gymnasien und den berufsbildenden Schulen. Und die Philosophische Fakultät ist mit knapp 2000 Studierenden die größte geisteswissenschaftliche Fakultät, daneben noch die Fakultät Erziehungswissenschaften, die Fakultät Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften mit knapp 700 und die Juristische Fakultät. Lassen Sie sich bitte nicht täuschen. Dadurch, dass wir alle in die Lehramtsausbildung mit involviert sind, vor allen Dingen die Fakultät Erziehungswissenschaften, ist diese Übersicht
nicht so wirklich aussagekräftig. Entscheidender ist die Gesamtzahl von knapp sie oder etwas über 7000 Studierenden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja, kommen wir zur Frage Ihres Studiums. Sicherlich werden Sie schon häufig gehört haben, dass nur das alleinige Lesen Ihnen nicht zwingend den Weg öffnet in ein sprach- oder literaturwissenschaftliches Studium, sondern dass dazu noch mehr gehört und auch die Änderung und die Abwahl von bestimmten Lesegewohnheiten und die neue Einrichtung und Neuausrichtung Ihrer Interessen im Verlauf Ihres Studiums. Das Schöne ist, dass wir Sie gern begleiten wollen auf einem Weg, in dem Sie selbst die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und für sich einen Weg zu finden, um entweder eine für Sie sehr anregende Lehrtätigkeit oder eine Lehr- und Forschungstätigkeit aufzunehmen oder in einem der zahlreichen Bereiche gesellschaftlichen Lebens und öffentlichen Lebens tätig zu sein. Also herzlich willkommen, wenn Sie in den Bachelor gehen, zu den wahrscheinlich 5 schönsten Jahren Ihres Lebens. Ja, an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften, ganz kurz zur Struktur. Sie wird im Moment geleitet durch den Dekan Professor Dr. Christian Prunitsch, ist ein Slawist. Prodekan ist Professor Dr. Stefan Horlacher als Anglist. Studiendekanin Professor Dr. Roswitha Böhm für Prüfungsangelegenheiten. Und ich habe mich bereits vorgestellt, Alexander Lasch, ich bin Studiendekan und vor allen Dingen für die Lehre und Studiengangsentwicklung zuständig. Unsere Fakultät unterscheidet noch weiter in Institute, und zwar Anglistik und Amerikanistik, Germanistik, die klassische Philologie, die Romanistik und die Slawistik. Und unsere große Schwesterfakultät, die Philosophische Fakultät, ist aufgebaut aus den Instituten der evangelischen Theologie, der Geschichte, der katholischen Theologie, der Kommunikationswissenschaft, der Philosophie, der Politikwissenschaft und der Soziologie. Wichtig ist uns, dass Sie nicht nur hier in Dresden studieren, sondern Sie auch zahlreiche zahlreiche Möglichkeit haben, sich mit Studierenden aus anderen Ländern und vor allen Dingen auch mit Forscherinnen und Forschern aus anderen Ländern auseinanderzusetzen und selbst ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren und ihre Erfahrungen zu sammeln. Und dafür haben wir zahlreiche Partnerschaften weltweit, die ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen möchte. Hinweisen möchte ich auf einen Doppelstudiengang, den Sie in Trento absolvieren können. Das heißt, Sie können eine Weile nach Trento gehen, falls das wieder möglich sein sollte in Oberitalien, und dort einen Doppelstudiengang abschließen, um nur mal als ein Beispiel herauszugreifen. Und um das gleich vorwegzunehmen, wir haben unsere Studiengänge modular so aufgebaut und neu ausgerichtet, dass sie in den Genuss werden kommen können, sich ein Semester in den Masterstudiengängen entweder auf einen Forschungsaufenthalt im Ausland zu begeben oder ein Praktikum hier in Deutschland zu übernehmen oder in einem anderen deutschsprachigen Land. Je nachdem, wie Sie das möchten. Das zeige ich Ihnen aber dann an der Struktur der einzelnen Studiengänge. Hinweisen möchte ich noch auf zwei Zentren. Das erste ist das Italienzentrum unter der Leitung von Professor Dr. Maria Liebe. Sie ist romanistische Sprachwissenschaftlerin und hier geht es vor allen Dingen um den deutsch-italienischen Austausch in Dresden und auch um die Brücke nach Trento. Daneben gibt es zahlreiche Aktivitäten im kulturellen Bereich in Sachsen und in Italien. Und im Italienzentrum werden wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen ausgerichtet. Es gibt Vorträge, Ausstellungen, Tagungen und insgesamt und natürlich auch interkulturelle studentische Begegnungen. Gleiches gilt für das Zentrum Frankreich, Frankophonie von Roswitha Böhm. Also da hat im Moment Roswitha Böhm die Geschäftsführung inne. Im Wesentlichen hat das Zentrum Frankreich dieselben Aufgaben und dieselben Ziele wie das Italienzentrum. Und hier geht es um die
enge Kooperationsmöglichkeit mit französischen Partnern, Universitäten und französischsprachigen Forscherinnen und Forschern und Studierenden. Also hier ist der internationale und regionale Bezug an unsere Fakultät institutionalisiert. In den anderen Instituten für Slawistik, Anglistik, Amerikanistik und Germanistik werden zahlreiche Kooperationen mit Erasmus-Partnern gepflegt. Und auch da gibt es natürlich Bezüge ins In- und Ausland, auch wenn es dafür keine eigenen institutionellen Verfestigungen gibt. Kommen wir aber mal zu dem entscheidenden Punkt für Sie, nämlich die Studiengänge, die Sie an unserer Fakultät studieren können. Wir haben in den letzten 2 Jahren die Studiengänge, die Sie in Dresden studieren können, wie es so schön heißt, wesentlich geändert. Und das bedeutet für Sie, dass wir eine maximale Flexibilisierung angestrebt haben, die in einer Bologna-Reform überhaupt möglich ist. Ich erkläre Ihnen aber gleich, was sich dahinter verbirgt. Nur so viel schon vorweg. Ich hätte, glaube ich, sehr gern nach dem aktuellen Modell studiert. Ja, zunächst haben wir einen Bachelorstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und 2 aufbauende Masterstudiengänge, nämlich einmal Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel. Das ist unser literaturwissenschaftlicher Masterstudiengang. Und daneben haben wir einen Masterstudiengang Europäische Sprachen, der für die Sprachwissenschaften oder die sprachwissenschaftliche Ausbildung, das sprachwissenschaftliche Studium vorgesehen ist. Neben diesen Fachstudiengängen bieten wir freilich auch die Lernensfächer Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Russisch und Latein an. Zu denen werde ich heute allerdings nichts sagen, denn das ist Thema einer anderen Einführung, die das ZLSB für Sie organisiert. Kurz nochmal zurückgeblickt auf den Bachelor. Entscheidend ist, dass Sie hier 2 Hauptfächer wählen können. Und zwar entweder aus der ersten und zweiten Fächergruppe oder 2 Fächer aus der ersten Fächergruppe. Zu denen gehören Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, klassische Philologie, Romanistik und Slawistik. Und zu der zweiten Fächergruppe gehören die Fächer der Philosophischen Fakultät, evangelische Theologie, Geschichte, katholische Theologie, Medienforschung, Kunstgeschichte und Philosophie. Ich darf Sie ermuntern, sich auch im Angebot der Philosophischen Fakultät umzuhören und natürlich auch zu den Lehramtsstudiengängen, die dann unterschiedliche Fächer miteinander kombinieren können. Ich beschränke mich jetzt aber im Weiteren auf die Fachstudiengänge. Kommen wir zunächst zum Bachelorstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Die Kernbereiche sind Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, ein Auslandsaufenthalt, ein Praktikum und die Sprachausbildung. Daneben gibt es den sogenannten Bereich AQUA, das steht für allgemeine Qualifikation. Hier können Sie Fremdsprachen erwerben. Basiskompetenzen in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch in angrenzenden Fakultäten im MATNAT-Bereich Vorlesungen hören, das Praktikum und der Auslandsaufenthalt. Und das Ganze ist so gewichtet, dass das erste Hauptfach mit 80 Leistungspunkten eingeht, das zweite mit 70, der allgemeine Qualifikationsbereich mit 20 und die Bachelorarbeit schließlich noch mit 10 Punkten, sodass wir auf 180 Leistungspunkte insgesamt für den Bachelorstudiengang kommen. Im Bachelorstudiengang wird noch nicht zwischen der Literatur- und sprachwissenschaftlichen Ausbildung getrennt, sondern hier bekommen Sie einen Überblick über das gesamte Angebot, sodass Sie sich dann entscheiden können, hin zum Master, ob Sie eher eine literaturwissenschaftliche oder eher eine sprachwissenschaftliche Ausrichtung favorisieren. Und um es vorwegzunehmen, zum Wintersemester 2021-22 führen wir einen Masterstudiengang Digital Humanities am Bereich GSW ein, der dann über unsere Fakultät, die Schwesterfakultät der Philosophischen Fakultät und die Erziehungswissenschaften und die Juristische Fakultät zusammenführen wird und dann ein weiteres Angebot für Sie bereithält, das Sie nach dem Bachelorstudiengang aufnehmen können. Seien Sie versichert, wenn Sie in Dresden im Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaften studieren, werden Sie, je nachdem, in welchem Fach Sie sich bewegen, gut auf diesen Master Digital Humanities vorbereitet. Zunächst der Masterstudiengang Europäische Sprachen Euros. Der Masterstudiengang
erfuhr eine wesentliche Änderung insofern, als dass wir aus einem Masterstudiengang, der sich vor allen Dingen sehr breit aufgestellt hat und vor allen Dingen das Sprachenlernen auch in den Vordergrund rückte, einen Master gemacht haben mit zwei Tracks. Der erste Track, Sprachenvielfalt, schauen Sie dazu die Grafik an von Betty Baumann, die erarbeitet hat. Sprachenvielfalt fasst den schon bestehenden Euros, der bei Studierenden sehr beliebt war und sehr stark nachgefragt war. Hier konnte man eine linguistische Basisausbildung und die Fremdsprachenausbildung in zwei Fremdsprachen innerhalb von 4 Jahren absolvieren. Im zweiten Track, der jetzt neu dazugekommen ist und der auf Sprachtheorie, auf den Namen Sprachtheorie hört, haben Sie ein grundständiges linguistisches Masterstudium vor sich, das den Schwerpunkt setzt auf die linguistische und sprachwissenschaftliche Theoriebildung. Und daneben haben Sie die Möglichkeit, Fremdsprachenkurse zu besuchen. Diese müssen aber nicht aufbauend besucht werden, sodass Sie zum Beispiel, wenn Sie schon immer mal Lust hatten, einen Kurs in Italienisch zu belegen, diese Möglichkeit bekommen. Und ganz zentral für beide Tracks ist im dritten Fachsemester ein sogenanntes Mobilitätsfenster, bei dem Sie sich für einen Forschungs- bzw. Praxisaufenthalt im In- oder Ausland bewerben können. Und da gibt es großzügige Anrechnungsoptionen, so damit Sie aus dieser Zeit mit einem Gewinn für Ihr Studium herausgehen. Und dieses dritte Fachsemester und das Mobilitätsfenster ist so gelegt, dass Sie natürlich Impulse aus diesem Fachsemester mitbringen können für Ihren Abschluss und Ihre Masterarbeit. Das Besondere ist jetzt, dass Sie sich nicht von vornherein festlegen müssen, ob Sie eine bestimmte Bindung haben wollen, sondern es ist so, dass je nachdem, welche Lehrveranstaltungen Sie auswählen, also entweder germanistische Veranstaltungen oder anglistische Veranstaltungen, bei der Erreichung eines bestimmten Prozentsatzes, der knapp über der Hälfte der möglichen Leistungspunkte liegt, sich einen entsprechenden Schwerpunkt auf dem Zeugnis ausweisen lassen können. Also nehmen wir an, Sie hätten den Großteil Ihrer Veranstaltung im Bereich der Romanistik absolviert. Dann ist es so, dass und hätten den Track Sprachtheorie gewählt, dann würde auf Ihrem Zeugnis erscheinen, Sie haben den Masterstudiengang Europäische Sprachen studiert im Track Sprachtheorie im Fach Romanistik. Und diese Schwerpunktausweisung vom Ende her lässt Ihnen maximale Flexibilität im Verlauf Ihres Masterstudiengangs und Sie werden auch nicht gezwungen, sich einen Schwerpunkt auszuwählen, wenn Sie sich eher breit bilden wollen in unterschiedlichen Fächern, dann studieren Sie in unterschiedlichen Fachsäulen und Sie bekommen auf Ihrem Zeugnis ausgewiesen, zum Beispiel Masterstudiengang Europäische Sprachen, Track Sprachenvielfalt. Das ist das Angebot, was wir unseren Studierenden gerne machen wollen. Und das Besondere ist, dass wir nicht nur den Masterstudiengang Europäische Sprachen auf diese Art und Weise ausgebaut haben, sondern gleichzeitig auch den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel, mit der Abkürzung LIQWA. Sie sehen hier, er folgt in einer Eintrackstruktur demselben Modell wie der Masterstudiengang Euros. Im dritten Fachsemester haben wir ein Mobilitätsfenster für die Forschungspraxis und auch hier haben wir die schwerpunktmäßige Ausweisung auf dem Abschlusszeugnis, je nachdem, für welches Fach Sie sich innerhalb Ihres Masterstudiengangs verstärkt interessieren und in die jeweiligen Kurse einschreiben. Mit anderen Worten, in beiden Strukturen, Sprachwissenschaft auf der einen, Literatur, Kultur und Medienwissenschaft auf der anderen Seite, haben Sie die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie Sie sich das am ehesten vorstellen. Und beide Studiengänge laufen formal parallel. Das heißt, es ist auch gleichzeitig möglich, dass interdisziplinäre Veranstaltungen zwischen diesen beiden Masterstudiengängen stattfinden können. Und das ist von uns auch an der Fakultätsebene so angedacht. Mit anderen Worten, für Sie maximale Flexibilität bei dem bestmöglich interessanten Angebot, wie wir hoffen. Und, Klammer auf, der Masterstudiengang Digital Humanities
ist genauso aufgebaut. Das heißt, auch der ist maximal kompatibel mit diesen neuen Strukturen, die wir für Sie zum Wintersemester eingereicht haben und eingerichtet haben. Und ich freue mich sehr drauf. Wenn Sie sich über diese Studiengänge informieren wollen, nochmal ein expliziter Hinweis auf die URLs. Informationen zum Bachelorstudiengang finden Sie unter tu-dresden.de/sins/ba-slk. Für den Masterstudiengang Euros unter ma-euros und für den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel unter ma-liqua. Das soweit zur Struktur unserer Studiengänge. Wenn Sie Fragen haben, dazu erreichen Sie mich immer unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Sie können mich auch auf Twitter kontaktieren oder direkt hier im Chat oder in dem Kommentarbereich unter diesem Video. Und es ist auch der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass diese Präsentation in der Beschreibung des Videos verlinkt ist und auf unserer Webseite gls-dresden.de zu finden ist. Ja. Was können Sie nach diesem Studium? Also wozu sind Sie befähigt? Was ist das Ziel der Studiengänge? Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser kurzen Präsentation. Wir hoffen, dass es uns gelingt, Sie auf einen Beruf hin zu befähigen und dass Sie dafür die Kompetenzen erworben haben, dass Sie sich in Sprachliteratur und kulturhistorischen Zusammenhängen einen entsprechenden Überblick verschafft haben und diesen Überblick je nach Berufsfeld, in das Sie gehen werden, anwenden können. Es gibt ein regional spezifisches Detailwissen, was vor allen Dingen die Sprachwissenschaften betrifft. Sie haben sich fremdsprachliche sowie intra- und interkulturelle Kompetenzen erwerben können, Medienkompetenz, Analysekompetenz und Teamfähigkeit. Sie können sich eigenständig komplexe Zusammenhänge erarbeiten. Unsere Hoffnung ist, dass Sie die 5 Jahre oder 2 Jahre für das Masterstudium dazu nutzen, um sich einzuüben in die Analyse, also in die Beobachtung, Analyse und in die Formulierung von Konsequenzen aus wissenschaftlichen Arbeiten. Und schlussendlich, dass Sie Kommunikations- und Präsentationskompetenzen erworben haben, mit denen Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung und Ihre Medienkompetenz, Analysekompetenz und die Beobachtungsgabe komplexer Zusammenhänge ins rechte Licht rücken können und zeigen können, was in ihnen steckt. Ich muss nicht dazu sagen, dass ich besonders die Kommunikations- und Präsentationskompetenz in Zeiten wie diesen, das heißt, in denen wir alle digital miteinander kommunizieren, noch einmal wesentlich geändert haben und sie vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen wird, je nachdem, mit welchen Voraussetzungen Sie an ein Studium herangehen. Und auch das werden wir versuchen, bestmöglich für Sie umzusetzen und mit Ihnen gemeinsam zu realisieren, wenn Sie sich noch einmal an die Prinzipien der Digitalisierung rückerinnern, die ich Ihnen vorhin kurz vorgestellt habe. Wichtige Berufsfelder für Ihre Studiengänge nach Abschluss sind der Journalismus. Das wird immer noch von den meisten als ein ganz zentraler Punkt angegeben. Das Verlagswesen, das Personalwesen, Unternehmenskommunikation, die Politikberatung, Kultur- und Eventmanagement, Kreativwissenschaft, Wissenschaftsmanagement, Public Relations, Erwachsenenbildung und der Bildungssektor generell. Nicht in dieser Auflistung aufgenommen ist die Wissenschaftliche Bibliothek, also der Bibliotheksstandort, wie wir in Dresden sagen würden. Denn wir haben an der TU Dresden zum Glück die Möglichkeit, eine der wohl besten Bibliotheken Deutschlands nutzen zu dürfen, nämlich die Sächsische Landes-, Staats- und Staats- und Universitätsbibliothek, SLUB. Ein Punkt ist hier noch nicht aufgenommen in diesen möglichen Berufsfeldern, nämlich die Tätigkeit in einer Bibliothek.
Nun bietet in Dresden die Sächsische Staatsbibliothek, Landes- und Universitätsbibliothek Unglaubliches für Sie an. Und wenn Sie in Dresden ein Studium aufnehmen, werden Sie die SLUB oder SLUB, wie sie hier von vielen genannt wird, wirklich zu schätzen lernen. Und auch dies ist ein interessantes Arbeitsfeld in einer sehr dynamischen Umgebung. Aber das werden Sie sehen und erleben, wenn Sie sich für ein Studium in Dresden einschreiben. Nur so viel. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Player, diese große Bibliothek an unserer Seite haben und von ihrer Arbeit profitieren können. Das wichtigste Qualifikationsziel allerdings schlussendlich eines jeden Studiums ist offensichtlich, oder ist hoffentlich und möglicherweise für Sie noch nicht offensichtlich, dass Sie sich individuell profilieren können, dürfen und sollen. Denn Sie haben jetzt noch einmal Zeit, Ihre Stärken und Ihre Interessen auszubauen, sich auszuprobieren und in einem geschützten Bereich vieles auszuprobieren, was außerhalb einer Universität eher nicht möglich ist. Nutzen Sie diese Zeit. Ich freue mich darauf, dass ich Sie zumindest im Bereich der germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte ein Stück des Weges dann begleiten kann und hoffe, dass Sie sich für ein Studium an der TU Dresden einschreiben. Zusammenfassend darf ich Sie nochmal hinweisen und zusammenfassen die Informationen für Sie, das heißt, unter welchen Adressen Sie Zugriff haben auf die Informationen zu unserer Fakultät. Es wäre zum einen die Website unserer Fakultät tu-dresden.de slash gsw slash slk. Folgen Sie bitte auch dem Twitter-Account tu dresden underscore de und gsw underscore tu dresden. Den Vortrag selbst, also diese Präsentation hier, verlinke ich sowohl auf meinem Profil bei YouTube, bei den Spotify-Podcasts, weiß ich das jetzt noch nicht. Allerdings finden Sie auch das Informationsangebot zentral im Bereich GSW. Alle anderen Links, die Präsentation selbst, sind im Bereich unter diesem Video noch einmal verlinkt. Auch da können Sie sich informieren. Und dann bleibt mir eigentlich jetzt nur noch, Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag zu wünschen in Gesprächen und im Austausch, vor allen Dingen mit den Beraterinnen und Beratern für die einzelnen Fächer und vor allen Dingen für die jeweiligen Studiengänge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Dresden sehen im Wintersemester 2020 und bin bis dahin Ihr Alexander Lasch.